Ich bin Noyana, ich bin 21 Jahre alt, ich bin seit fast 10 Jahren hier in Deutschland. Diese 10 Jahre habe ich nur in Lagern verbracht. Wir sind hier gerade in Meinersen, in dem letzten Lager, wo ich gewohnt habe. Hier leben 75 Leute auf 5 Quadratmeter pro Person. Ich hatte keinen Platz, um meine Hausaufgaben zu machen. Während andere Kinder draußen mit ihren Freunden gespielt haben, musste ich erfahren, wie meine Nachbarn ständig abgeschoben werden. Vor 2 Jahren habe ich meinen Schulabschluss gemacht, Realschulabschluss. Und nach der Schule haben alle schon Pläne gemacht, dass sie eine Ausbildung machen. Manche wollten studieren. Ich finde, es ist total ungerecht, dass nur die Jugendlichen, die gut integriert sind, die arbeiten können, Bleiberecht bekommen und ich nicht. Ich habe keine Arbeitserlaubnis, ich darf nicht arbeiten. Ich bin 7 Tage zu früh geboren, sonst würde ich unter die Bleiberechtsregelung fallen und Bleiberecht erhalten. Ich und mehrere tausende Jugendliche, die auch auf Bleiberecht hoffen, fordern ein humanitäres Bleiberecht, da wo es nicht vorgeschrieben ist, wie alt man sein muss, dass man den Lebensunterhalt sichern muss. Wir brauchen ein neues Bleiberecht. Den 12. Gedenktag zu Ehren der drei Schwestern, Patria, Minerva, Maria Theresa, Mirabal durch. Die Mirabal-Schwestern wurden vom militärischen Geheimdienst der Dominikanischen Republik nach monatelanger Folter am 25. November 1960 ermordet. Der Mut der Mirabal-Schwestern wurde zum Symbol für Frauen weltweit, die nötige Kraft für das Eintreten gegen wirkliches Unrecht zu entwickeln. Ja, und rund um den 25. November, den internationalen Gedenktag Nein zu Gewalt an Frauen, setzt Terre de Femme mit der Fahne Frei Leben, ne, ohne Gewalt, ein weithin sichtbares Zeichen gegen tägliche Gewalt an Mädchen und Frauen. Zum ersten Mal wurde die Flagge gehisst am 25.11.2001 und seither wurde die Aktion Jahr für Jahr weitergeführt. Im letzten Jahr waren es 6.300 Fahnen im Inland und im Ausland. Wir möchten auf die diesjährige Kampagne aufmerksam machen bei der Fahnenaktion, und zwar das Aufenthaltsrecht für Opfer von Zwangsprostituierten jetzt. Diese startete am 18. Oktober diesen Jahres und fordert mit einer groß angelegten Unterschriftenaktion ein Aufenthaltsrecht für Opfer von Zwangsprostitution unabhängig von ihrer Aussagebereitschaft vor Gericht. Die deutsche Rechtslage garantiert nur wenig Opferschutz und ignoriert weitgehend die persönliche Notlage und das Trauma der Frauen. Die Betroffenen, denen es möglich war, aus ihrer Situation zu fliehen, stehen vor einer schwierigen Entscheidung. Entweder sie sagen halt vor ihren Peinigern aus und erhalten damit unter Umständen einen befristeten Aufenthaltstitel, oder sie schweigen und werden in ihr Heimatland abgeschoben. Dort erwartet sie jedoch ein Leben, ja, in tiefster Armut und eventuell auch Racheakte der Menschenhändler. Terre de Femme kämpft gegen diesen Missstand an und bringt das Thema in die Öffentlichkeit. Was wir fordern? Wir fordern, dass Opfern von Zwangsprostitution ein unbefristeter Aufenthaltstitel anerkannt wird und unabhängig von ihrer Bereitschaft vor Gericht auszusagen gelten muss. Zusätzlich soll Betroffenen eine geeignete Betreuung und Entschädigung garantiert werden. Wie wollen wir unsere Forderung durchsetzen? Mit einer Unterschriftenaktion fordern wir Innenminister Friedrich auf, sich für die Einführung des unbefristeten Aufenthaltstitels einzusetzen. Zusätzlich fordern wir Bürger und Bürgerinnen auf, Postkarten, die mit unseren Forderungen bedruckt sind, an verschiedene Bundestagsmitglieder zu versenden. Die Postkarten sind auch bei uns auf der Terre de Femme Homepage bestellbar. Es sind 2 Postkartenversionen erhältlich. Die erste Version ist mit den Forderungen der Kampagne bedruckt und ist für den direkten Versand an die Mitglieder des Bundestages ihres Wahlkreises gedacht. Die zweite Version hat halt eine Standardrückseite einer Postkarte. Sie können diese verschicken und dadurch die Kampagne bekannter machen. Beteiligen Sie sich auch an der Fahnenaktion 2012 und zeigen auch die Flagge, indem Sie uns mit Ihrer Unterschrift unterstützen, den Opfern Wertschätzung entgegenbringen und uns
halt auch helfen dabei. Mit ihrer Unterschrift fordern Sie den Innenminister auf, die Rechte der Opfer zu stärken. Kommen Sie bitte auf uns zu. Das war's. Man kann einfach Pferde fahren, nur ganz herzlich danken, dass Sie diese Idee aufgegriffen haben, dass Sie den Lenker, der seit 1991 ja installiert ist, eben auch 2001 durch diese Fahnenaktion ja begleitet haben, aufgegriffen haben. Denn wir sehen ja, wir sind in Dortmund jetzt zum dritten Mal dabei, wie wichtig das ist, durch solche Aktionen Zeichen zu setzen. Und ich denke einfach, dass wir fahren, die jetzt die Tage bis zum Toten Sonntag hier vor dem Rathaus hängen werden und wehen werden, werden einfach ein Nachfragen, warum hängen die Fahnen, was ist das, wer dazu beitragen. Und ganz herzlichen Dank. Ich heiße Ömer Gashi, ich komme aus Kosovo, ich bin hier mit meiner Familie. Ich habe Aufenthaltsrecht einmal bekommen, dann war wieder entzogen, dann wieder habe ich bekommen und dann war wieder entzogen. Jetzt bin ich kurz davor, den Aufenthaltstitel wieder zu verlieren. Ich weiß nicht mehr weiter, soll es gehen. Ich habe Bandscheibenvorfall. Ich muss trotzdem arbeiten, mit Schmerzen, fragt keiner. Ich muss trotzdem diese Forderung vom Ausländerbehörde erfüllen, dass ich einen Job habe. Ich bin seit 94 in Deutschland und habe viele Jobs hier gemacht. Ich habe Übersetzer, Gabelstapler, ich habe mit LKW gefahren, ich habe Dixi-Klo gefahren. Also habe mich für nichts geschämt. Momentan bei Zeitarbeitsfirma verdiene ich 950 Euro. Die Ausländerbehörde, dass ich mit meiner Familie hier bleiben darf, die haben mir gesagt, dass ich muss 2500 Euro verdienen und 2500 Euro, welche Firma bezahlt das? Keiner, glaube ich das nicht. Ich war 23, wo ich in Deutschland gekommen bin. Ich habe mich hier verbraucht. Jetzt, wo ich krank bin, jetzt wird nicht mehr gebraucht. Und meine Angst ist, dass ich dann abgeschoben werde mit meiner ganzen Familie und Ungewissen. Also wir haben dort gar nichts. Keine Familie, kein Haus, keine nichts.